Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video, in dem wir den Drachen ein bisschen genauer angucken. Und der ist ähnlich zur Raute, weil wir Diagonalen haben, die senkrecht aufeinander stehen. Nur haben wir diesmal nicht vier gleich lange Seiten, sondern jeweils zwei. Und die sind dann auch benachbart. Genau. Da der Raute relativ ähnlich ist, sind die Formeln auch ziemlich gleich. Während wir hier bei der Raute 4x a genommen hatten, haben wir diesmal 2x a plus 2x b beim Umfang. Das ist ganz genau einfach, weil wir b plus b plus a rechnen und dann haben wir jetzt 2a und 2b. Die Formel für den Flächeninhalt hingegen ist exakt dieselbe wie bei der Raute. Und auch da könnten wir was aufmalen und das halt ein bisschen verschieben, sodass das halt hinkommt. Das wäre aber ein bisschen zu viel, wir müssten einen Schritt extra machen, das wäre ein bisschen zu kompliziert. Die Herleitung würde ich jetzt in diesem Video nicht machen wollen. Dennoch ist es ganz genau dieselbe Überlegung, wie wir es auch bei der Raute gemacht haben und kommen dann halt auch zum selben Ergebnis. Genau, damit ist die Raute auch einfach nur ein spezieller Drache, bei der alle Seiten gleich lang sind. Aber jede Raute ist ein Drache. Viel wird da nicht auf euch zukommen. Hauptsächlich Umfangsberechnungen und Flächeninhaltsberechnungen. Und wenn ihr die gegebenen Informationen hier noch ein bisschen mit im Kopf behaltet, dann werdet ihr auch sehr gut mit den Sachaufgaben halt zurechtkommen. Deswegen bedanke ich mich schon an dieser Stelle und wünsche euch noch viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben.